So, dann mal rein, ja? Ein Tag bis zur Arena. Hey, wo sind wir? Wir sind in der... Das hatten wir schon. Das hier kennst du. Das hast du hier zweimal schon siegreich verlassen. Wie geht's? Gebieter. Okay, ich hätte vielleicht vorher buffen sollen. Definitiv vorher buffen sollen. Was zur Hölle bist du? Wow, 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 wow. Keine gute Idee. Heilen. So, ich würde gerne hier raus. Yikes. Welchen Wochentag haben wir jetzt? Montag. Okay, Gebieter ist definitiv zu schwer für uns. Das heißt... Verkaufen, du, du. Was wir kriegen, ist in Taverne. Oder vor die Taverne. Lungern hier ein paar Tage rum. Vierter Tag. Fünfter Tag. Samstag. So, einmal Gepäck voll machen, einmal ordentlich schlafen und jetzt wieder hin. Diesmal kein Gebieter, weil da waren Monster bei, die haben wir noch gar nicht gesehen, die auch ziemlich viel Schaden gemacht haben. Das heißt, Arena. Diesmal das Buffen nicht vergessen. Eine Kleinigkeit, die ja doch was ausmachen könnte. Schutz vor Feuer könnten wir auch mal zaubern. Andere Schutzzauber haben wir leider noch nicht. Was wir auch nochmal ändern sollten. Du hast nichts anderes, ja. Du. Segen auf sie. Du Segen auf dich. Und dann zauber ich eigentlich erstmal nur noch Präzision auf Gerugon. Denn ich denke, die Mädels werden damit beschäftigt sein zu zaubern. Die müssen nicht unbedingt schießen. So, rein da. Ritter. Da habe ich schon mal ein Feuerelementar gesehen. So, Kleinkram erstmal weg. Was haben wir noch? Eine Waffe. Ich hoffe mal, sie ist vergiftet und nicht krank. Aber es könnte diese komische Rüsselmaus da sein. Genau die da. Die machen, glaube ich, krank. Jo, krank. Mist. So, zwei Feuerelementare. Die keinen Feuerschaden nehmen werden. Und Eis macht nur 3 Punkte. Oh, Feuermonster. Du hältst gar nicht so viel aus. Schießen wir mit Holzpfeilen auf das Feuermonster. Kuppertot. Runden wir sie an. Feuermonster tot. Wo ist das zweite Feuermonster? Da, in die Ecke gedrängt. Taka, taka, taka. Und geschafft. Sehr schön. Gib mir Gold. 1600. Raus. Und wir würden gerne nach Neusorbigal zurück. Da geht es dann schnurstracks hier hin. Zim, 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 zim. Dann zum Tempel. Und dann suchen wir die Expertenlehrer, die, glaube ich, hier oder da waren. Nicht, dass es wirklich viel mehr in der Stadt geben würde als links und rechts, aber nee, ja. 10 Gold. Auf der einen Seite war Klerikal, auf der anderen Seite war Elementar. Nix. Oh, hallo. Nix. Hier war Meditation und Kondition. Du hast noch nicht, du hast schon. Du hast auch noch nicht. Sollten wir unbedingt ändern. Meditation bei 4 ist eigentlich Muss für die Damen. Oh, hallo.
Witwenbeeren. Nein. Hallo. War's doch auf der anderen Seite. Oh. Hallo. Ja, hier war Körper, das haben wir schon. Oh, hallo. Geistesmagie. 1000. Ja. Hallo. Spirituell. 1000. Sehr schön. Zauber bitte mal. Präzision. Oh. Müssen wir immer noch ein Ziel auswählen, das ist doof. Aber Segen ist für die ganze Gruppe jetzt wenigstens. Das ist schon mal gut. Das war die 1000 Gold auf jeden Fall wert. Du da, du da, du da, du da, du da. So. 135 Gold. Das ist echt krass, dass wir da auf keinen grünen Pfad kommen. Ironfist. Aber hilft halt nichts. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Ausstecher zu der Diebeshöhle. Wo war die? Ich glaube, da waren die Dragoner und da waren die Diebe. Die Dragoner hörten sich ziemlich fies an. Die Diebe war noch bestimmt machbar. Jetzt, wo wir richtig schön buffen können. Du Auge. Du Fackellicht. Ja, Präzision von Handzaubern ist nicht so schön, aber... Das heißt, erst auf Meisterrang betrifft das alle. Ich denke mal, sobald wir Meisterrang sind, brauchen wir das nicht mehr so wirklich. Oh, und Heldentum. Aha! Okay, hätte ich vielleicht erst zaubern sollen, sobald wir in dem Dungeon sind. Weil das halt nur eine Stunde plus 5 Minuten pro Skill hält und ich bin falsch abgebogen. Hier rüber. Kleine Abkürzung. Eine Stunde 16, eine Stunde 24. Ja, ich denke mal, länger wird es eh nicht darum, bis wir schreien wieder rausrennen, um zu schlafen. Das passt schon. So. Rein. Dragoner. Das war doch der falsche Dungeon. Aber gucken wir mal ganz kurz rein. Wir wollen hier nur ein bisschen Beute machen. Oh, wo sind wir? Aha. Langdolch. Zählt schon mal zur Beute. Oh, Raufboldschläger. Oh, sehen machbar aus. Höher, höher, höher. Komm, ein, zwei sollten jetzt umfallen, sonst haben wir ein Problem. Ein, zwei sollten jetzt umfallen, sonst haben wir ein Problem. Aha, einer ist umgefallen. Oh, okay, okay. Da werden wir gleich keine Zauberpunkte mehr. Es gibt gut Gold. Aber die halten ziemlich was aus, wenn die so lange gegen uns Zauber stehen können. Gold. Lange Gänge sind gut. Haben wir länger Zeit zum Schießen. Also machen wir hier hinten zuerst die Tür auf. Und schießen ganz lange. So, Segen ist noch aktiv, Heldentum ist aktiv. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Weg ist gleich vorbei. Oh. Sehr gut. Ja, doch, das ist wesentlich interessanter, finde ich, als die ganzen kleinen Viecher da im Tempel zu töten. Vor dem riesigen Raum voller Skelette ganz zu schweigen, den werden wir wohl nicht packen. Außerdem liegen hier schöne Sachen rum. Oh, da ist ein Rote bei. Ich komme jetzt. Oh, oh, oh. Kommt ihr wohl mal raus da? Töte drauf, Bolt. Das ist schöner. Ich wollte ja nicht rauslocken und erschießen. Aha, einen haben wir rausbekommen. Schieß, 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 schieß. Oh. Na komm schon. 124 Gold.
Erfahrungspunkte? Ja, okay. Wie viel brauchst du denn noch bis zur nächsten Stufe? 3100. Ja, das klingt happig. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt gerade maximal 31.000 Erfahrungspunkte haben. Also alle bisherigen Stufen zusammen waren 31.000. No. Da kriegt jemand keine Erfahrungspunkte. So, okay. Taktischer Rückzug. Raus, raus. Schlafen, schlafen. Und das Ganze nochmal. Das versuchen wir so ein, zwei Anläufe. Gucken, wie gut das klappt im Vergleich zum Tempel. Und kriegen dann hoffentlich währenddessen eine Stufe bei raus und ein bisschen was an Gold. Oh, wie geht's? Runter. Hallo Jungs. Was haben wir hier? Boah. Gott verdammt mich. Also ja, ich bin davon ausgegangen, dass die Gegner hinter der Tür sind, aber nicht so nah hinter der Tür. Oh, Talana. Du, da. Oh. Ah, es klappt hier nicht so gut mit dem Weglaufen. Und das ist doch unsere Lieblingstaktik. Weil es die einzige Taktik ist, die einigermaßen funktioniert. Du, heil auf ihn. Oh, 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 oh. Ja, nee, so wird das nichts. Was haben wir hier? Ja, nur grün und blau, das ist okay. Und schön viel Platz zum Laufen. Aber wenn jetzt diese Dragunerhöhlen schon so machbar sind, könnten wir bei den Dieben echt Glück haben. Das wird auf jeden Fall auch Beute geben, weil das sind Diebe. Diebe haben immer irgendwo Funkelzeug. Und wir haben einen Auftrag da. Und wenn wir den erfüllen, kriegen wir meistens sehr gute Erfahrungspunkte. Also für die Aufträge selbst. Oh, ist zu. Und eine richtige Belohnung. Das wäre schon schick. Ja. War interessant. Aber um das hier zu schaffen, müssten wir so oft rauslaufen, dass es nicht mehr feierlich ist. Oh. Ach, ihr seid das. Okay. Du zauber mal. Nichts. Ich wollte eigentlich aufwecken sprechen, aber den Spruch hat nur Mürm und Mürm schläft. Und hat keine Zauberpunkte. So, jetzt würden wir ganz gerne weiterschlafen. Danke. Noch ein bisschen schlafen. Auge. So, wo sind jetzt die Diebe? Die Diebe sind jetzt doch da oben. Okay. Signi-Gruppe. Heldentum spare ich mir diesmal. Und wir haben wieder 1000 Gold. Schick, schick. Und wir haben noch ein, zwei Sachen zum Verkaufen. Also ein Ring und was war das noch? Nur den Ring. Ja, okay. Hielt sich doch einigermaßen in Grenzen. Aber die Gegner selber haben gut Gold gebracht. Apropos gut Gold. Zing. Wir müssen ja nicht unnötig Leichen hier verteilen. So, also links den Berg hoch ging es zu dem See. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen ungefähr dahin. Fackelig ist noch nicht an, ne? Ich glaube nicht. Sprechen wir das? Mhm. Da hinten. Dieser schattige Eingang. Also eher der ziemlich skurrile, komisch wabernde schwarze Eingang. Genau das Ding hier. Schattengilde. Heldentum. So.
Ja. Genau, wenn die so machbar sind, dann sind die bestimmt gar kein Problem. Fast One-Hit. Übel. Also entweder ist Talana eine ganz schöne Niete, was Schutz angeht. 38. Ja, hat sie auch nur. Ja, du brauchst definitiv bessere Defensiv-Skills. Ein Knopf. Aha. Was haben wir da hinten? Gegner. Hey, euch kennen wir doch von den Dragonern. Was macht ihr hier? Na gut, dem Schläger ist es ziemlich egal, für wen er arbeitet, hm? Aber die Räume sehen hier fast genauso aus wie drüben. Das ist nicht so schön. Also von wegen Gegner rauslocken und so. Ah, aber geht doch besser. Was es jedoch auf jeden Fall besser hat als die Dragonerhöhle. Er sieht hier ziemlich kompakt aus. Also als wenn das ganze Gewölbe nur dieser kleine Kartenabschnitt hier ist. Wird man hoffen können. Also ein kleiner Erfolg wäre schon ganz schick. Oh, 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 oh. Bei den Dragonerhöhlen und am Bar-Tempel werden wir eine ganze Weile knabbern. Na komm schon. Weg, 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 weg. Ah, sehr gut. Wow, was war das? Da ist irgendeine Falle gewesen. Geh mal raus. Schlafen. Auge. Fackellicht. Segen. Dann speichere ich jetzt mal kurz ab. Oder gehen wir gleich wieder rein, räumen da auf und kriegen das auch hoffentlich leer. Dann befreien wir diese Sherry, gehen zurück nach Neusorpigal, werden als Helden gefeiert, kriegen einen Stufenanstieg und ganz viel Gold. Das klingt gut. Also bis gleich.